Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bioshock 3, hier bei Heisenberg Zockt. Natürlich wieder mit Kollege Harry. Hallo. Und mit Elisabeth und mit Buko de Witt. Und wir haben gerade noch einen Lockpit gefunden, dank ihr. Sie hat gerade, als wir angefangen haben, wieder gesagt, guck mal da. Und dann habe ich gesagt, nehmen wir mal. Dann hat er gesagt, nein. Und ich habe gesagt, doch, kann man ja sagen. Jetzt müssten wir nämlich 5 haben, das würde nämlich heißen. Wir könnten jetzt eigentlich diese Tresore etc. könnten wir knacken. Ja. Jetzt müssen wir nur mal wieder so ein Tresor finden. Aber was wir jetzt vor allem primär müssen, ist, wir müssen, wie heißt der Mann, Slade? Ja. Ja, da müssen wir jetzt gucken, wie wir den wegkriegen. Haben ja ein kleines Päuschen gemacht, unsere Gemüter etwas beruhigt. Genau, weil ich hatte nasse Hände, das ist unschön. Ja, wenn dann die Maus so rutscht. Ja, eben, alles bald rutscht, das wollen wir ja nicht. Da, dann nehmen wir mal, okay. Teufelskralle. Was ist eigentlich das da oben? Das ist einmal wieder so ein Teil, was so komische Strahlen macht. Wie kriegen wir den denn? Ich renne mal... Was war das so denn? Nicht. Ja, immer der falsche Knopf. Wir gehen mal quer rüber, nicht in dieses Zeug rein. Nicht in die... Dankeschön, Ballwein. Da hat sie glatt nochmal eine Münze gefunden. Achtung, der Strahlzweet. So. Ich muss zu Slate, bevor er mit dem Shockjockey abhaut. Waren wir hier schon? Nein. Nein, hier waren wir noch nicht. Nee. Da liegt nochmal eine Knarre. Karabiner. Moment, andere Richtung. Maschinengewehr. Oh, okay, nee, das bringt ja nichts. Das bringt für den Moment was halt, das Teil. Ja, ich sag mal, gegen Slate wird es vielleicht ein Weilchen schon was bringen. Ja, und vor allem ist es besser wie ein Karabiner. Ich bin nicht so ein Karabiner-Freund, irgendwie. Hallo Comstock. Hallo Mrs. Comstock. Mhm. Hallo alle Tor, schön vertreten. Das zu ist. Kommen wir nicht durch. Ja, es führt wohl hier lang. Ne, das glitzert nur. Okay, so nee, das glitzert nicht nur, das schmeißt. Ach so. Oh, das schmeißt, das ist er doch. Ich werde aber nicht. Achtung. Ich werde mich hüten zu schießen. Oh, da kommen wieder Kollegen. Ein paar von denen. Nee, möchte ich eben nicht. Genau, nein. Ja. Was haben wir? Das Feuer. Na, wo sind sie denn jetzt? Sie alle. Da, Feuer. Na, für euch reicht's ja. Also was habt ihr denn? Von wegen mehr hast du nicht drauf. Mehr müssen wir ja nicht drauf haben, wenn es für euch reicht. Logische Kriegsführung. Durchschlagende Wirkung, würde ich meinen. Das war doch nicht Slade. Kann mir doch keiner erzählen. Das war bestimmt nicht Slade. Eben. Nee. Doch so. Schade, wäre zu schön. Einer seiner gehilft. Wäre ein bisschen einfach gewesen, gebe ich zu. Ja. Aber irgendwie schön gewesen wäre es trotzdem. Guck mal, ein Kaffee hat auch noch. Jetzt ein Tässchen Kaffee, das ist doch gar nicht so falsch. Hallo? Nein. Nee. Comstock, Keeper of the Sword. Also den haben wir jetzt dann wirklich bald in jeder erdenklichen Position oder Pose, die so ein Mensch machen kann. Immer sehr heroisch. Einmal gesehen, natürlich. Nein, bescheiden ist anders. Hol dir von Slate Shock Jockey. Okay, müssen wir holen. Holen wir ja. Werden wir mal noch mal kurz umrüsten. Hier. Jockey nehmen. Slate? Jockey nehmen. F. Du bist ja noch nicht fertig, Soldat. Schön leer essen den Teller. Bring's zu Ende. Oh. Slate verschonen, Slate töten. Ne, den verschonen, würde ich sagen. Das ist ein alter Kriegskollege. Also irgendwie, der dreht halt ein bisschen ab, aber man erschießt doch so einen nicht. Wer weiß, was wir alles zusammen erlebt haben. Ja, das schon. Die Frage ist nur so, ich glaube, er würde gerne erschossen werden, so wie... Dann soll er das selber machen. Sind wir sein Handlanger, der irgendwie... Nee, die Verantwortung übernehme ich nicht. Okay, jetzt dann... Jetzt bist du ein Blechmann! Ein Blechmann! Kann ich das jetzt vielleicht mal nehmen? Dankeschön. Endlich. Hätte ich fast vergessen. Aber nur nehmen, nicht trinken. Nur trink das doch nicht. Jetzt trinkt das auch noch. Das gibt doch wieder die komischen... Genau. Ja. Oh, Blitze. Das kann doch nicht gesund sein. Shoot a bolt of electricity. Elektroblitz. Hold and release to create a shocking trap. Okay.
Drücke E, um einen Gegner von dir zu schocken. Halte E gedrückt. Okay, das ist dann wieder das mit der Falle. Das wissen wir eigentlich alles. Haben wir geladen, würde ich sagen. Das mit... Nicht aus Gnade. Comstocks Männer werden ihn erwischen. Gewöhnt man sich jemals daran? Das kann durchaus sein. Schneller, als du dir vorstellen kannst. Der röchelt noch, aber er röchelt ja nicht mehr lange, weil Comstocks Männer werden ihn erwischen. Ich guck mal schnell, ob wir hier noch können. Wir können. Wo geht's denn jetzt hier hin? Wo muss ich eigentlich hin? In die andere Richtung. Ja, mal gucken können wir ja. Ja, hier kommen wir her. Das war die Halle, wo wir dieses Riesengefecht hatten. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Genau. Das wäre es noch gewesen. Okay, er meuchelt. Oder röchelt. Er röchelt. Meucheln tut er nicht. Tut er nicht mehr. Wir laufen jetzt einfach mal Elisabeth hinterher. Mhm. Wir haben noch 3 Schuss. Okay. Gehen wir zurück, den Weg, den wir gekommen sind. Ja, genau. Oh, schön. Okay. Oh, schön. Wie habe ich das denn gemacht mit einem Schuss? Wenn man das Höhle scheinen ziemlich stark zu sein. Ich werde sie so gut es geht mit Salzen versorgen. Danke. Dankeschön. Ich habe Geld gefunden. Die Kräfte haben wir eigentlich noch gar nicht genutzt, aber natürlich trotzdem schön, dass sie uns dabei helfen, wie die zu verwenden, beziehungsweise eben Salze liefert. Oh. Ob das ein Zufall ist, dass das hier steht, aber das ist wieder ein Karabiner. Möchte ich nicht. Nein. Wenn es nicht sein muss. Nein. Die Knarre hier hat definitiv ein bisschen mehr. Wumms. Ich höre doch schon wieder was. Ja, genau. Jetzt würde ich sagen. Wollt eigentlich. So. Elektroschocks. Doch, die funktionieren. Ja, okay, die funktionieren tatsächlich. Ein Köpfchen. Da hinten steht noch einer. Oh. Wenn du ein Gegner, was habe ich jetzt gemacht? Ah, sie hilft uns. Cool, die Frau. Einmal mehr. Okay, wow. Okay, jetzt sind wir wieder hier hinten. Da haben wir schon mal. Also von neuem. Maschinengewehr. Maschinengewehr oder Gatling Gun? Ich würde gerne das Maschinengewehr haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Gatling Gun, die ist mir zu schnell leer. Mhm. Aber woran sind wir denn jetzt gestorben? Bin ich irgendwo draufgetreten? Naja, hinter uns war noch einer. Den haben wir irgendwie so nicht so richtig erledigt. So was aber auch. Sind das denn? Ja. Nein. Nö. Da müssen wir da nicht lang. Nein, da müssen wir definitiv nicht lang. Wir müssen definitiv in die Richtung. Ja, genau, durch die Tür durch. Mhm. Ach so. Genau. Okay, ich bin von diesem Blitz nicht so überzeugt. Naja, den einen hat er da schon ein bisschen durchgeschüttelt. Ja, sie zittern den dann ein bisschen in der Gegend rum, aber ist jetzt auch nicht so, dass... Der war's, der hat uns erledigt. Das war seine letzte Tat. Gut. Na, komm mal, spuck aus, was du noch hast, der hat gar nichts mehr. Was? Können wir brauchen. Booker, ich spüre, dass Slates Worte sie gequält haben. Sie haben mir gezeigt, dass es Situationen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Überleben ist das eine. Spaß an der Sache zu haben, das andere. Booker. Hör zu, du scheinst ein anständiges Mädchen zu sein. Je weniger du über mich weißt, desto besser. Weil du willst... Du würdest wahrscheinlich staunen. So viel weiß ich noch. Viel mehr weiß ich leider nicht mehr. Ah, okay. Automaten. Ich weiß nicht, die das nochmal, aber hier könnten wir doch tatsächlich nochmal kurz schnüffeln. Ja gut, dann sind die Salze tatsächlich wieder voll. Können wir hier noch schnüffeln? Nein, das ist ein Tesla-Apparat. Hier geht es nicht weiter. Wo müssen wir lang? Ach doch, hier hin. Okay, und jetzt? Ah, ja. Gelingt, gelingt. Er lädt uns ein, nochmal eine Prise zu nehmen. Hä?
Kehre zu Soldiers Field zurück. Okay, das wäre dann hier raus. Wie komme ich denn hier raus? Das möchte sich nicht öffnen, das Teil. Mit dem hier? Ja, wenn man nicht klicken kann, hier steht nicht drücke E und dann gehe ich auf. Nee, das kann nicht die Lösung sein. Haben wir hier noch einen Knopf irgendwo? Das kann natürlich sein, dass hier hinten irgendein Knopf ist. Der liegt aber auch schon eine Weile hier. Den haben wir schon mal gesehen. Oder mit mit Strom. Wir haben ja Strom. Moment. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Die Maschine mit Strom zu versorgen? Ja, sozusagen. Aha. Sehr gut. Schau an. Okay, jetzt müssen wir noch eine Gondel irgendwie einschalten. Auch. Jetzt müssen wir aber noch mal ein paar Salze haben, je nachdem. Die Hall of Heroes verlassen. Das machen wir doch glatt. Und gucken mal, wo es hingeht. Ha, hatte ich den richtigen Riecher von wegen Elektrizität. Zurück zur Hall of Heroes. Präzisionsgewehr. Wir haben das Maschinengewehr und die Pumpgun. Jetzt wären wir halt wieder draußen. Jetzt wird natürlich das Präzisionsgewehr, je nachdem, durchaus Sinn machen. Los. Mach mal hier diesen. Die sind aber alle zu dick irgendwie. Kann ich schon. Ich habe einen Stick, dass ich das kreieren soll. Jetzt hat es geklappt. Machen wir das mit Ruhe. Füße. Aber nicht noch abhauen. Da ist noch einer. Abladen. War nicht hier unten noch einer? Da war. Okay, jetzt haben wir das Gewehr eh schon nicht mehr. Zwei. Linken. Ah, abladen. Hätte ich jetzt noch mal kurz zum Nahkampf gewechselt. Elizabeth! Unten. Was gibt da aus? Daher schon da oben. Guck mal, da oben. Guck mal. Da unten schießt er. Jetzt nicht mehr. Cool, haben wir ein neues Gerät. Ich mag es, wenn wir neue Geräte haben. Brauche ich nicht. Ich muss sagen, die Pumpgun, die ist richtig, ja, richtig cool. Werden wir gleich holen, sobald ich hier lang komme. Ja, da war das. Wurde vom Gerät erschossen. War das Gerät schneller. Schade, den hätte ich jetzt gerne eigentlich noch mitgenommen. Hier ist etwas Geld. Okay, hier. Dankeschön. Gut. Er ist derselben Meinung. Aha, es geht wieder Richtung Gondeln. Hier haben wir noch ein bisschen Salz. Das nehmen wir natürlich auch mit. Wir sind eigentlich soweit wieder okay. Allerdings, die Gesundheit ist ein bisschen unten. Deswegen gucke ich mir das Ganze hier nochmal an. Uiuiui, das ist ja auch. Es ist halt schon so vom Spiel her sehr, sehr cool. Ganz eigen halt irgendwie. Man sieht's und man weiß, es ist Bioshock. Das ist schon. Das musst du erstmal hinkriegen mit dem Spiel. Oder einem Film. Das geht natürlich auch für Filme. Soll ich da jetzt schon wieder einen rumjammern? Kehre zu Soldiers Field zurück und schalte die Gondel ein. Ich nehme mal an, das hier ist die Gondel. Kann das sein? Wäre ich jetzt auch davon aus. Ja. Da wartet unser Pfeil. Ich ging aber hoch da zu den. Ah, okay. Dann müssen wir die Gondel einschalten, damit wir das Teil wahrscheinlich wegkriegen. Guck mal schnell. Nee, wir müssen da zuerst. Gedrückt halten, also das funktioniert schon mal nicht. Ja. Sieht hier vorne aus. Ist auch nichts. Okay, dann müssen wir das Teil wegkriegen, damit wir da den Haken wahrscheinlich benutzen können. Oder ich springe aber mal. Ja, genau. Die folgt uns ja eh. Okay, ist wieder genau die falsche Richtung. Tag, Mädel. Wir müssen dann nochmal irgendwie in die andere Richtung. So, nochmal runter. Ja. Juhu! Mutig ist er ja. Moment, das war der Patriot, der motorisierte. Ja, das geht jetzt doch auch schon wieder relativ rund hier. Mit dieser kleinen Zwischenpause. Der schießt doch. Den Rechtskollegen, den wir aktiviert haben.
danach, komm. Ja, aber in der Deckung muss ja. Der lädt aber auch 3 Stunden und 4 Tage. Der braucht ein Weilchen. Irgendwie funktioniert das nicht. Machen wir es mal so. Ja. Ist auch nicht ganz gereicht, aber dann gibt es ja nochmal einen Nachschlag. Wir reichen ja nicht. Also, noch mal jemand hier. Ja. Nee, das ist unser Geschütz. Das ist unser Geschütz. Moment, das ist unser Geschütz. Lauf, lauf, lauf. Ich möchte schnell nach hier hinten. Genau, und hier. Kommen wir nicht durch. Kommen wir tatsächlich nicht durch. Schade, das habe ich aus, also von der anderen Seite her gesehen, dass das ein Loch ist. Du bist eigentlich ein Freund, kann das sein? Ja, der ist grün. Wo hat denn der seinen Kopf gelassen? Ein bisschen kopflos was hinter Gegend rumrennen. Ein kopfloser Geselle. Ja, da haben wir ihn aktiviert. Aha. Mhm. Das ist doch schön. Ich finde das nicht wirklich beruhigend, wenn ich verfolgt werde von einem Kopflosen. Komm ich hier irgendwie? Das Geräusch ist schon mal... Ups. Nein! Das hat nicht geklappt. Nein. Okay, ich dachte, wir können vielleicht drüber springen. Aber cool, naja, dass man gleich wieder... das Luftschiff eher weiter unten ist, oder ja, gehen wir mal hoch. Cool, dass man gleich wieder da ist, wo man runtergefahren ist. Tatsächlich Glück. Medikits, jawohl, die brauchen wir. Los! Danke. Nee, nee. Nee, nee, das meint man ja immer nur. Man soll es nicht unterschätzen. Tschüss. Ja, so ein großer. Blitzel, sehr schön und. Geil, seine Rakete in den Flug getroffen. Na, das soll uns mal einer nachmachen. Ist aber halt schon irgendwie auch eher so wieder dieser Mann. Ja. So, dann gibt es noch ein bisschen Feuer zum Nahkampf. Na, also, und schon haben wir das Knochengerüst, so wie sich das gehört. Halt, Dankeschön. Jetzt muss ich aber tatsächlich Panzerfaust. Wir haben nur noch 2 Schuss. Wir brauchen dringend mal wieder Nachschub hier. Aber die Panzerfaust. Ich finde die diese Pumpgun halt einfach cool. Mhm. Müssen wir genau hin. Medikits brauchen wir eigentlich auch nochmal. Okay, ist wieder voll. Jetzt ist eigentlich alles wieder voll. Jetzt müsste man nur noch wissen, wo man hin muss. Aha. Okay. Jetzt ist aber. Das war ein Scherz. Schon wieder die falsche Seite. Und wieder so. Okay. Ah, doch. Okay. Da, rechts. Da hoch, ja. Nee, und dann? Das sagt nichts. Da sind wir hergekommen. Müssen wir eigentlich. Ach, von da sind wir hergekommen. Dann ja, ist die Gondel im Weg. Dann sind hier die Gondeln eigentlich auch im Weg. Warte mal da aufs Luftschiff. Ja, ich komme ja nicht rauf. Doch, wenn es ganz unten ist. Ja. Tatsächlich, okay. Ich dachte, das hat vorher nicht geklappt, als es so nicht gedacht war. Ist aber offensichtlich nicht so. Nehmen Panzerfaust. Maschinengewehr. Das nehmen wir mal. Ah, Moment, aber für das Maschinengewehr. Ne, wir haben das Sniper gewählt. Dann machen wir das so. Na, da über die Skyline runter. Ja. Aha. Okay. Die falsche Knarre. Ich glaube, die ist besser. Sind wir, wo wir hin müssen? Ja, Welcome to Soldier's Field. Da müssen wir hin. Na, das ist doch mal eine angenehme Schnellreise. Ist unser Mädchen auch, Elisabeth? Nachgekommen? Oder nicht? Aber. Hallo? Von da oben kommen wir doch. Sind uns verlassen? Das wäre jetzt. Was? Nee, ich fahre nochmal zurück. Ich lasse doch das Mädchen nicht da oben. Ah, irgendwie, also normalerweise folgt sie doch automatisch. Ja. Wahrscheinlich steht sie eh schon unten und trinkt einen Kaffee. Ja, wahrscheinlich. Ist uns doch voraus. Also hier war sie ja definitiv noch bei uns. Hier hat sie ja zumindest diese Medikits da im oberen Stock aktiviert. Hallo. Madame. Nee, hier habe ich sie, glaube ich, zum letzten Mal doch gehört.
ist aber nichts. Okay, kann natürlich sein, dass die für einen Moment irgendwie, weiß auch nicht, eigene Wege geht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ja, aber irgendwie oder? Hätte ich jetzt doch erwartet, dass sie da unten halt daherkommt. Sehe es gar nichts, das können wir vergessen. Wir müssen nochmal auf Schiff. Reicht das noch? Nein. Nein. Momentchen warten. Ja, die müssen wir halt wieder runter und gucken, ob sie nicht doch noch folgt, weil wir müssen zum Soldiers Field und das ist definitiv der Weg dahin. Da über den Wolken. Soll ich singen? Nein. Das will, glaube ich, keiner. Ich wäre zum gleichen Schluss gekommen, insofern. Dankeschön. Das will keiner. Ja, ich finde es trotzdem komisch, dass er weg ist, aber. Da vorne stehen ein paar Leute. Oh ja, da stehen ein paar große, fette Leute. Ja, ja, ja. Wir haben immer noch den Strom aktiviert. Wir haben immer noch den Strom aktiviert. Soll ich den Strom nutzen? Warte mal. Ein bisschen nach vorne blitzeln. Was ist das gleich nochmal? Was denn? Ach, das ist, glaube ich, die Leute. Was macht das Teil? Könnte man ja mal testen. Aber wisst ihr was, Freunde? Ist das ein Pferdchen? Ist das ein Pferdchen? Müsste ein Pferdchen sein, oder? Wisst ihr was, Freunde? Cliffhanger. Das testen wir in der nächsten Folge von Bioshock 3. Danke fürs Zusehen. Danke euch. Ist das nicht fies? Nein, das ist nicht fies. So sind die guten Filme. Danke fürs Zusehen. Schnell. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.